Wenn Sie nicht die Fußspitzen benutzen wollen, um das Gleichgewicht zu stützen, aber auch nicht wie ein Seiltänzer balancieren wollen und sich nicht anstrengen wollen, um das Gleichgewicht zu halten, woher kommt die tragende Kraft dann? Hier machen wir uns das eurythmische Prinzip zunutze, dass wir eben nicht versuchen, dort tätig zu sein, wo wir eigentlich normalerweise etwas brauchen, das Gleichgewicht herstellen, sondern an einem anderen Ort die Quelle dafür suchen, die den Körper motiviert, selbst das Nötige zu tun. Wenn es beim Schreiten wackelt, ist der eurythmische Schlüssel für das Gleichgewicht, dass wir im Brustkorb einen Körpertonus aufbauen und im Schulterblattbereich und das Körperbewusstsein dort erweitern, dass wir unsere Flügel aufspannen und das Gefühl dafür im ganzen Körper so entwickeln, dass der Körper von dort her getragen wird. Und dann bewegen wir uns wie, als würden wir mit einem Fallschirm hängen, in dem wir stabil aufgehängt sind. Sollte es wackeln, verstärke ich mein Gefühl hier oben und lasse mich von diesem tragen. Eigentlich brauchen Sie die Arme nicht, um Ihre Flügel aufzuspannen. Sie können das mit Ihrem Körpergefühl und Körperbewusstsein direkt machen und sich trotzdem von diesen Flügeln tragen lassen. Wenn es wackeln sollte, das Gefühl verstärken und das zieht Sie wieder gerade und trägt Sie, sich oben verankern, nach unten entspannt fühlen. Wenn Sie entspannt mit Ihren Flügeln nach vorne schreiten, können Sie darauf achten, dass die Füße wie Wassertropfen am Bein hängen. Sie heben den Fuß, der hängt entspannt nach unten und wird nicht unwillkürlich, ohne dass Sie es merken, kurz vor dem Aufsetzen noch nach oben genommen und senkt sich dann, sondern er hängt die ganze Zeit nach unten und berührt von dort den Boden. Wenn der Körper vom Geist her getragen ist und durch die Beine den entspannten Fuß mit unten verbunden, dann kann sich die Mitte, das Herz, entfalten. Das Herz hebt und führt den Fuß. Es öffnet sich nach vorne, der Fuß folgt. Das Herz spürt hinunter, verbindet sich mit der Erde, die Fußsohle folgt und verbindet sich auch. Das Ankommen der Tiefe ist ein Loslassen im Herzen und der Impuls, sich wieder heben zu wollen, kommt aus dem Herzen und dann folgt die Ferse. Sie verbinden sich mit unten, aber es zieht sie nicht hinunter. Sie verspüren die Verbindung zur Erde, aber gerade dadurch auch immer mehr die Verbindung zu sich selbst. Ich spüre mich beim Heben meinen Hinterraum, beim Tragen die Flügel, die Weite, beim Stellen mein Fühlen können und mein Loslassen können und dann das Warten können und wieder den Kontakt zum Hinterraum suchen, dorthin, wo ich herkomme. Wenn Sie möchten, können Sie beim rhythmischen Schreiten auch auf die Gegenströmungen achten. Sie brauchen diese aber nicht extra zu erzeugen, sondern sie entstehen dadurch, dass Sie sie wahrnehmen. Sobald Sie sich selber spüren und mit sich selbst in Kontakt sind, treten diese von alleine auf. Das macht Ihr Ätherleib für Sie. Je nachdem, worauf Sie achten, werden Sie andere Gegenströmungen beobachten. Ich kann zum Beispiel beim Aufrichten, der Heben der Ferse auch einen Strom nach hinten unten beobachten. Beim Tragen des Fußes nach vorne
spüren, dass es mich auch mit nach hinten verbindet. Beim Loslassen nach unten, dass es mich aufrichtet. Und beim Nullmoment, dass ich erfüllt bin. Erde, ich spüre dich. Leise berühr ich dich. Dulde den Menschenfuß. Spür meinen Liebesgruß. Trägst mich mit jedem Schritt. Nimmst meine Last noch mit. Schenkst mir die Heimat hier. Erde, ich danke dir.